So, jetzt ist er weg. Genau. Hallo bei Hive im Hinterhof. Einige Leute glauben, heute hätte uns die Hitze doch ordentlich erwischt. Könnte Aber man meinen. wir nutzen die Zeit und wir nutzen die Temperaturen, um uns halt dann ganz cool in aller Ruhe mit technischen Geräten, die uns viel, viel Freude bringen, auseinanderzusetzen. Was hatten wir denn schon vor ein paar Tagen gemacht? Wir haben euch schon mal was erzählt über die Streaming-Varianten aus dem Hause Aurelic, die jetzt neu am Markt sind, den Vega, den RISS-1 und das Netzteil. Auch da haben wir einen festen und eindeutigen Eindruck, haben wir schon auf Video gebannt, möglichst umfassend viele Sachen, gerade jetzt momentan aus dem Streaming-Bereich, da halt nochmal anzuteasern, zu erklären und darüber zu erzählen. Und heute haben wir dann uns zwei Geräte nochmal vorgenommen, von denen wir schon erzählt haben, dass wir sie mögen. Und zwar ist das der CXN 100, der war ausverkauft, den hatte ein Kunde automatisiert behalten. Der sagte, nee, den kriegt er nicht wieder zurück, den behalte ich, der gefällt mir so gut, den möchte ich behalten. Wir haben noch ein zweites Gerät in der Kategorie, Den das Arkham ist der Arkam ST5. ST5, genau. Und zu dieser generellen Beschreibung von Streamern, es gibt ja die Menschen, die sagen, Streamer stehen und fallen mit der App. Jein, würde ich vollkommen jein zu sagen. Weil, wenn die Geräte wirklich richtig toll klingen, auch dann müssen sie eine Chance erhalten. Wir wissen das von den Sachen, die wir sehr, sehr gut finden. Die Aurelic-Sachen, die haben auch eine Einschränkung. Die gehen nur mit einem bestimmten Hersteller. Könnte jemand sagen, schlimmes Gerät. Ist aber nicht richtig. Ist eine Falsch. Fehlinterpretation. Hier sieht es so aus, die haben eine sehr, sehr gut funktionierende App, die haben auch eine sehr gut funktionierende App, die funktionieren aber total unterschiedlich. Und da ist es ein bisschen die Frage der Herangehensweise. Und über die klanglichen Sachen können wir euch jetzt schon was sagen. Und dann würden wir euch gerne mal zeigen, wie man die Geräte neu einstellt oder bei der Erstinstallation, wie man vorzugehen hat. Der ist nämlich gerade ausgepackt worden, der ist wieder reingekommen. Und den hat der Heinrich. Ich habe den gerade angestöpselt, um euch das zu demonstrieren. Haben wir kurz mal ein Werksreset gemacht. Der stand bei uns schon in der Vorführung. Und einfach mal, um darzustellen, wie einfach das letztendlich funktioniert und hier mal einen kurzen Blick dann eben auf die App zu werfen, haben wir den einfach für euch nochmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann einfach mal zu demonstrieren, wie einfach das eben vonstatten geht. Robert hat es ja schon angesprochen. Es ist ja von den jeweiligen Herstellern ja die Herangehensweise maßgeblich entscheidend, wie die App funktioniert. Und man muss einfach mal ganz klar sagen, es gibt viele Hersteller, die dann einfach dann so eine Connect-Funktion, wie das ein Spotify anbietet oder ein Tidal, einfach ganz massiv im Kommen sind. Und da ist das natürlich aus der App rausgelagert und dem tragen die einfach damit Rechnung. Und das darf man definitiv nicht als Qualitätsmerkmal für das gesamte Gerät sehen. Ist einfach eine andere Art, wie man es macht. Und ich finde, man kann sich da sehr gut damit arrangieren. Und die macht genau das, was sie soll. Und das machen die alle, also durch die Bank, eigentlich ordentlich. Der eine mal so, der andere mal so. Aber jetzt mal zu sagen, ganz schlecht oder ganz gut, halte ich für nicht angebracht, weil es in der Form tatsächlich so nicht stimmt. Dazu möchte ich mal eine kleine Geschichte noch erzählen. Wir hatten ja einen Kunden, der sich lange damit auseinandergesetzt hatte und der hatte den und der hat sich eine Arkam-Kombination ja gekauft und der hatte hiermit seine Schwierigkeiten. Und der hat aber dann immer wieder erzählt, der hat Abbrüche, der findet das Netz nicht, der unterbricht das Radio, die Streams sind immer mit Stotterern und dann bist du dem auf den Grund gegangen von der ganzen Situation und was hast du festgestellt? Dass das Gerät keinen Fehler hat und die Erfahrung zeigt immer wieder, also das kann man sagen, in mindestens 85 bis 90% der Fehler, wenn solche Fehler sind, ist nicht das Gerät schuld, sondern das heimische Netzwerk. Da ist einfach eine schlecht eingerichtete WLAN-Verbindung
oder der Router steht 5 Zimmer weiter im Schrank versteckt und so. Und man darf nicht vergessen, WLAN ist eine sehr hohe Frequenz, breitet sich ähnlich wie Licht aus. Und ich machte immer den Vergleich mit einer Taschenlampe. Wenn ich mit einer Taschenlampe in diese Richtung leuchte, darf ich nicht erwarten, dass es da hell wird. Und das sind einfach so ganz grundlegende Sachen, die bei der WLAN-Einrichtung essentiell wichtig sind. Und unsere Erfahrungen bestätigen das jeden Tag wieder aufs Neue. Ein sauberes Netzwerk ist für eine netzwerkbasierte Anwendung, und das sind nun mal netzwerkbasierte Geräte, das A und das O. Also achtet bitte darauf, dass ihr einen ordentlichen Router habt, dass der ordentlich verkabelt ist, dass der dann auch richtig montiert ist. Dann habt ihr eigentlich schon mal alles richtig gemacht und eure Geräte danken es euch. Und dann so ein Fall wie diese Signalabbrüche oder Stotterer, Aussetzer, die werden dann nicht mehr vorkommen. War das nicht auch bei dem Kunden so, dass er die Reihenfolge während der Einrichtung nicht richtig eingehalten hatte? Das kam dann obendrein erschwerend noch hinzu. Die Geräte haben im Prinzip fast alle eine Einrichtungsroutine mittlerweile, wo man am Bildschirm oder in der App durchgeführt wird. Ja, was soll ich sagen? Die Hersteller haben sich schon dabei was gedacht. Und wenn man die Reihenfolge einhält, dann kann da auch nichts schief gehen. Wenn ich Auto fahren will, muss ich zuerst die Tür aufmachen, sonst wird es schwierig. Und letztendlich bei so einer WLAN-Einrichtung genau das Gleiche. Ja, also bitte haltet euch an die Reihenfolge, wie es das Display oder die App eben vorgeben. Genau. Dann kann hier nichts schief gehen. Lass uns mal über die klanglichen Varianten ein bisschen sprechen. Wie würdest du dieses Gerät beschreiben? Als Analogie? Hast du beim letzten Mal hast du noch gesagt, ich bin der Analogie. Genau, er klingt sehr analog. Die Firma Cambridge Audio hat ja eine sehr lange Tradition in diesem Sektor, hat im Streaming-Bereich natürlich sehr interessante Geräte hervorgebracht. Der Vorgänger, der CXNV2, war ja schon ein sehr ordentliches Gerät. Den hat man ja noch mal ein bisschen angepasst und aufgebohrt. Und klanglich sehr weich, sehr warm, sehr englisch und durchaus einem Analogmenschen entgegenkommt. Also wer diesen warmen, weichen, ich würde mal fast sagen heimeligen Klang mag, der wird mit dem CXN100 voll auf seine Kosten kommen. Macht er sehr, sehr gut. Hat eine sehr schön aufgebaute App. Werden wir euch dann auch zeigen, kurz mal einen Blick drauf werfen. Auch die Einrichtung funktioniert sehr, sehr gut. Ich finde, da hat Cambridge einen sehr gelungenen Streamer in dieser Klasse geschaffen. Und wie gesagt, als Analogie sehr angenehm zu hören. Auch nicht irgendwie nervig oder lästig. Man könnte natürlich jetzt sagen, ja, er neigt ein bisschen dazu, weichgespült zu sein, aber das ist, würde ich mal einfach mal für ein Gerät dieser Klasse als absolut in Ordnung bezeichnen, macht richtig eine gute Figur. Und der Arkham? Der Arkham, da sprichst du mich natürlich jetzt auf einen kleinen Geheimtipp an. Ja, ja, weißt schon, du lächelst schon. Dieser Arkham ST5, ja, ich finde, der dürfte etwas mehr Beachtung erhalten. Denn der wird natürlich in der Presse ja auch, ich sag's mal, breit getreten. Aber dieser Arkham, der ist eine echte Größe. Da sind wir jetzt beim Thema App natürlich. Die App ist nicht so schön wie beim Cambridge, gebe ich neidlos zu. Aber ich habe ja angesprochen, mit diesen Connect-Funktionen wie Tidal Connect brauche ich die App ohnehin nicht. Klanglich, mein Arkham kennen wir ja, das ist im Heimkino-Bereich, verstärkertechnisch auch im Stereo-Bereich eine Legende mittlerweile. Und die haben einen absolut berechtigten, festen Platz im HiFi-Bereich. Auf der High-End hatte ich das große Vergnügen, habe ich ja mit dem Urgestein von Arkham, mit dem
Du hattest berichtet. Mit dem ehemaligen, ja, wie soll ich sagen, mit dem Ursprung von Arkam am Tisch gesessen. Und du weißt, wofür Arkam steht? Na, weiß ich jetzt nicht, nein. Siehste? Audio Recording Cambridge. Ah, okay. Das war so ähnlich wie bei Craig Cambridge selber auch, war das halt, das ist entstanden aus einer kleinen Gruppe von Menschen, die Verstärker bauen wollten. Der hat das auch natürlich studiert. Der ist nach wie vor, ist er auch dafür zuständig, dass er den Digitalbereich leitet, dass er die klanglichen Eigenschaften leitet. Und da hat er dann gesagt, okay, ich baue mal einen kleinen Verstärker für meine Studienkollegen. Und aus den 10 Verstärkern, die er dachte, ist dann eine ganze Firma raus erwachsen. Mhm. Ähnlich wie das bei anderen Herstellern auch ist. So war das ja auch bei T&A, bei dem Herrn Amft. Der hat auch erst in einem kleinen Rahmen mit Lautsprechern angefangen und daraus ist das dann erwachsen. Und der saß mit mir am Tisch und wir haben uns wunderbar unterhalten. Und das ist halt wirklich nach wie vor mit Lebensfreude. Und der lebt auch nach wie vor, auch in seinem Alter deutlich über 70, kann der da halt noch wirklich vieles mit beitragen, dass halt die klangliche Substanz der Firma immer noch in der Philosophie verankert ist. Und das hört man auch den Geräten an. Also absolut. Die Verstärker, das wissen wir von dem SH20, von dem SH30, den wir sehr, sehr viel verkauft haben. Absolut. Da hat sie auch die JBL-Geräte, profitieren ja auch von denen, Sachen, die dort drin sind. Die basieren auch auf diesen Arkam-Geräten. Aber so kommt der Name zustande. Ich wollte es nur mal einwerfen. Jetzt habe ich dich hoffentlich nicht rausgebracht. Nein, um Gottes Willen. Nee, aber es ist ein guter Hinweis, weil man dich dann, da erschließt sich natürlich der Hintergrund und die Herkunft. Nein, was ich sagen wollte, das ist natürlich ein komplett ausgestatteter Streamer. Geht über WLAN oder dann natürlich über Netzwerkkabelanschluss. Empfehlenswert natürlich immer das Netzwerkkabel, ist immer stabiler. Hat natürlich digitale Ausgänge, die hervorragend arbeiten, haben wir ausprobiert, optisch wie Koax, einwandfrei. Aber für alle diejenigen, jetzt komme ich als Analoge wieder ins Spiel, hat einen sehr, sehr guten Wandler drinnen. Was die verbaut haben, weiß ich jetzt nicht, im Einzelnen habe ich auch nicht recherchiert, ist aber auch zweitrangig, würde ich sagen. Der analoge Ausgang für alle diejenigen, die ein bestehendes System haben, aus dem Hause Arkam oder egal wie, die einfach einen unwahrscheinlich griffigen, wie soll ich sagen, umwerfenden Klang haben wollen, die werden mit dem ST5 voll bedient. Das ist ein für mich in dieser Liga klanglich eines der interessantesten Geräte, weil die so eine schöne Bühne haben, im Hochtonbereich so schön klar, präzise spielen, unten im Bassbereich so viel Punch entwickeln, so viel, ja, es ist halt ein echter Arkam und das spürt man. Und die Seele und die Philosophie dieser Entwickler, die spürt man in jedem Takt, in jeder Note, die dieser Streamer wiedergibt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der noch, da steckt viel, viel, viel drinne und den sollte man sich mal anhören. Da spürt man auch, dass der oberste Entwicklungskopf dieser jetzigen Arkam-Serie, der hat ja auch 15 Jahre lang oder noch länger, hat er ja für ein anderes englisches Unternehmen auch gearbeitet. Mhm. Der hat ja lange bei NAME gearbeitet und da kriegt man mit, dass dich da also auch nochmal einen Sprung dann definitiv in diese Richtung, da also eine Brücke dazu schlägt, halt also ganz stark in diese Richtung rein, mit der Lebendigkeit, mit dem knackigen, präzisen Sound. Auch nicht stressig, aber man muss natürlich auch sagen, das ist dann auch immer so einer bestimmten Produktgruppe von Lautsprechern wird das ja auch angepasst und damit läuft das halt dann auch super, sei es halt mit den Sachen von DALI oder auch mit den Sachen von Monitor Audio. Das ist dann schon eine schöne Konstellation. Und ich freue mich jetzt auch ehrlicherweise noch mehr, nachdem ich das ja auch auf der Hand gesehen hatte. Ich wusste da schon auch ein bisschen vorher davon, dass da was kommen wird. Mhm. Auf die beiden großen Geräte, den 35er und den 45er, was ja dann Streaming-Verstärker sein werden, mit Class G-Endstufe dann ja sogar auch der große, mit richtig Leistung.
Also da sind wir mal richtig gespannt, was da auf uns zukommt. Jetzt machen wir einfach mal dann Folgendes. Ich glaube, von dem, was wir da so klanglich da haben, haben wir ein Riesenpaket mit den kleinen, mit den Sachen, die halt dann auch Multiroom-fähig sind. Diese hier sind halt keine Multiroom-fähigen Geräte. Rune-zertifiziert sind die quasi alle. Auch damit könnte man dann ja über Multiroom arbeiten. Und da haben wir also einen nahtlosen Übergang geschaffen, jetzt auch dann halt aus meiner Sicht dann von dieser 400-500-Euro-Kategorie wirklich gute Geräte, absolut, duftes Streaming, kann man schöne Anlage mit zusammenbauen über Heos, über Bluesound, gegebenenfalls auch über Sonos, überhaupt kein Thema. Veeam ist und bleibt für mich ein Stückchen Einstiegskategorie zum jetzigen Zeitpunkt. Wohin sich die entwickeln werden, wird sich zeigen. Aber das Potenzial hätten sie da noch weiterzukommen. Dann kommt Aries, dann kommt sowas wieder. Also wir haben also wirklich eine super Abstufung drin für alle Qualitäten, sind da wunderbare Lösungen da. Gehen wir doch mal zu den Apps. Das ist dann, wie dies funktioniert, das zeigst du dann am besten dann der Kamera dann gleich im zweiten Schritt. Wir packen den einfach mal an. Hier sieht man es ja alles dann halt quasi auf dem Display. Und ich bin halt wirklich ein Verfechter davon, wie wir es ja auch schon gesagt haben, dass die Qualitäten der Konzeption für uns immer wieder extrem in den Audiophilen, in den Audiobereichen liegt. Bedienungssituationen sind halt so individuell eingeschätzt. Ja. Da kann man halt auch sagen, okay, wenn sich da jemand mal eine halbe Stunde mit befasst hat, dann bedient er das Gerät ganz einwandfrei. Wenn er dann zum ersten Mal hier rauf geht, muss er sich umgewöhnen. Und dasselbe ist auch umgekehrt. Das ist bei jeder Situation dasselbe. Deshalb, um es den ganzen Autofahrern zum Beispiel leicht zu machen oder auch den Motorradfahrern, hat man halt vieles vereinfacht und ganz klar gemacht. Gas ist immer rechts. Bremse in der Mitte, Kupplung links. Beim Motorrad ist es, die rechte Handbremse greift aufs Vorderrad, die linke ist die Kupplung, rechts wird geschaltet, links wird hinten gebremst. Das ist überall gleich, damit man es leicht hat. Das ist aber nicht immer so gewesen. Das muss man auch sagen. Das hat ja dann halt, haben sich viele dann an den größten ehemaligen Autohersteller, ehemals größten Autohersteller, so muss man sagen, nämlich VW, dann, die haben alle überall dieselben Knöpfe, alle haben sich daran, damit man umsteigen kann. Die Franzosen haben es anders gemacht, die Italiener haben es anders gemacht, die Deutschen haben es anders gemacht mit allen Bedienelementen. Und das ist unterm Strich kein Qualitätsmerkmal. Kein Qualitätsmerkmal, wie gut so ein Fahrzeug fährt, wie gut so ein Audiogerät klingt. Das muss man einfach so sagen. Eine App ist immer eine Gewöhnungssache und wenn sie stabil läuft, und den Zugriff auf alle gut qualitativ hochwertigen Musiksituationen bietet, dann kann man sich dem mit Sicherheit positiv nähern. So, genug geschwitzt. Nein. Zack, Strom drauf. Dann packen wir den auch nochmal um. Ja, so machst du so. Ja, dann geht's schneller. Damit weist der auf alles Mögliche an. Aha. Und das ist natürlich eine schöne Sache, wie er es macht. Den habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Er sagt Welcome. Ich drücke hier einfach mal irgendwo drauf. Wo muss man drauf drücken? Du weißt welcome, es. Welcome, hier einfach da mal drauf drücken. Oder hier, das war die I-Taste. Ne, diese beiden. So macht das. Hier geht man dann drauf, genau, runter. Dann das heißt mal auf so. Deutsch. Und dann. Dann mit OK. Okay. Und dann Stream Magic. So klar. Und schon ist die. So, dann kann man hier. Steht auch hier, öffnen Sie die Streamagic App auf Ihrem Mobilgerät und befolgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung. Dann hat man dann hier, gehen wir mal jetzt hier auf ein Ändern. Wir haben ja mehrere Geräte. Ne? Da haben wir nämlich jetzt den CXN100. Hier ist er. Und jetzt gehen wir hier zurück. So, und dann haben wir hier die Einrichtungen. So, und dann haben wir fertig. Jetzt kann man hier nach der Firmware mal gucken. Keine Firmware jetzt verfügbar. Ja, dann ist ja eigentlich schon
so gut wie fertig. Update brauchen wir nicht. Immer zurück. Ja, und dann kann man hier seine Audioquellen einrichten. Kann man Quellen hinzufügen hier, zum Beispiel Qobuz oder Tidal, was man will, einen optischen Eingang oder einen USB-Eingang, wenn man mit AirPlay arbeiten will. Oder Rune Ready natürlich bei uns. Tidal Connect wollen wir nicht auslassen. Medienbibliothek machen wir auch. Das ist und bei dann uns unsere Medienbibliothek, genau, die haben wir dann da. Internetradio wird für viele sicherlich wichtig sein und gegebenenfalls auch eine Bluetooth. Ja, und dann haben wir hier, wenn man drüber geht, hat man hier seine Quellen und die stehen dann hier vorne im Eingangsbereich zur Verfügung. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel Internetradio mal starten wollen, dann heißt es hier, suchen Sie in der Streammagic Act nach Radiostationen. Hier haben wir unsere Radio-Apps. Dann können wir jetzt hier zum Beispiel, was nehmen wir denn? Lokal nehmen wir das Deutschlandradio. Den kann ich zu meinen Presets hinzufügen. Nehmen wir zum Beispiel die 1. Und dann kann ich zum Beispiel hier nochmal antippen, jetzt abspielen. Ja, und dann spielt er schon. So einfach ist das. Also auch da muss man sagen, das war zu Beginn der ersten Streamagic App nicht ganz so der Fall. Die verbessern sich natürlich auch immer. Da läuft das wirklich ganz super, ganz easy, überhaupt kein Thema. Ja, zu diesen Apps, das ist ja auch ein Entwicklungsvorgang, das muss man einfach sagen. Und da haben die Hersteller alle durch die Bank ihre Hausaufgaben gemacht, kann man einfach mit Fug und Recht so behaupten. Und die sind mittlerweile echt ordentlich. Man darf ja nicht vergessen, die Geräte gehen ja auch mit der Netzwerktechnik einher. Und wenn man mal vergleicht, was wir vor 10, 15 Jahren an Netzwerktechnik hatten, das möchte ich gar nicht, will ich gar nicht mehr dran denken. Das war einfach eine hakelige Geschichte. Ja? Also da darf man den Herstellern gar nicht mal unbedingt einen Vorwurf machen. Und das ist, wenn man das auf die Autotechnik zurück oder mit dem vergleicht, ja, vor 30, 40, 50 Jahren, da waren die Autos auch anders. Da geht ja, das geht, es ist eine parallele Entwicklung und die sich halt gegenseitig befruchtet. Und die sind alle mittlerweile so weit ausgereift, dass man mit allen arbeiten kann. Und für uns ist da nach wie vor, ich meine, wir sind HiFi im Hinterhof, da steht der Name natürlich im Programm. Die Musik, der Klang ist letztendlich das Entscheidende und da kriegt man mittlerweile einfach tolle Geräte. Ja, aber da ist es halt wirklich so, immer wieder dasselbe, was wir auch immer hören, da ist ja gar keine Bedienungsanleitung dabei. Nein, das geht auch nicht, das muss man ehrlicherweise sagen. Die Bedienungsgerät ist hier mehr oder weniger immer im Gerät, in der App eingebaut. Ja. Und wenn wir jetzt eine Bedienungsanleitung mit dazulegen würden, aufgrund von Änderungen der Musikdienste, aufgrund von rechtlichen Veränderungen und, kann es sein, dass sich das alles wieder ändert über die Software und damit wäre jede Bedienungsanleitung hinfällig. Also von daher, die App ist das Thema Nummer eins, die muss sauber geladen sein. Das Gerät wird dann Step by Step, so wie es der Hersteller sagt, muss es dann halt, oder wie es dann die App auch vorgibt, muss es installiert werden. Und dann hat man wirklich auch langfristig richtig Freude dran und klangliche Unterschiede, die muss jeder selber für sich erkunden, das ist klar. Mit den Bedienelementen gibt es da halt dann einfach, gibt es auch ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Genau. Jetzt schalte ich das Gerät ab, nehme es vom Netz und dann zeigen wir euch das einfach auch mal bei dem Arcam. Bei dem Arcam. Dann nehme ich den mal weg. So. So. Jo. So, er ist an. Der meldet sich, stellt sich mit seinem Namen vor. Ah, hier. In der App ist er schon da. Man sieht es hier. Der hat dann, wenn der frisch ausgepackt und angestöpselt wird, dann hat er ST5 und dann hier noch eine individuelle Nummer. Und wir sehen hier, der ist ausgeschaltet. Wir schalten den jetzt einfach hier in der App an. Genau. Genau. Und schon steht ready. Jetzt können wir hier natürlich, das ist das, was die App auch wieder schön macht. Die zeigt uns alle Funktionen, die er kann. Chromecast kann er, AirPlay kann er, Qobuz kann er.
dann natürlich die eigene Medienbibliothek, das ist das Spotify-Symbol und natürlich Tidal. Dann einfach. Und Airplay kann er auch. Genau, hatte ich erwähnt. Ach so, okay. Ja, steht hier in der Mitte. Ja, und dann kann man jetzt dann weitergehen. Und das, so sieht es dann eben die von vorne aus. Man hat dann hier oben über sein Zahnrädchen die Möglichkeit, kann man den Namen des Gerätes dann ändern, wenn man das möchte. Man hat hier natürlich das Internet-Update, macht er automatisch. Wenn der jetzt frisch aus der Schachtel ist, kann es sein, dass man dann 10 Minuten, Viertelstunde warten muss, weil er sich dann gerade dann aktualisiert. Ansonsten sieht man das hier. Kann man dann hier check for update, no new available, dann hier wieder mit dem Pfeil zurück. Also auch hier ist die App eindeutig einfach gestrickt, aber logisch. Softwareversionen sieht man hier auch, das ist jetzt irrelevant und man kann ihn dann hier auch auf die Werkseinstellung wieder zurücksetzen. Ja, und ansonsten hat man dann hier Voreinstellungen, das sind dann meine Presets, da dürfte jetzt wahrscheinlich nichts drin sein, doch, das sind von Werk aus hier sogar ein paar Presets, die man anwählen kann, wenn man hier zum Beispiel jetzt anklickt, genau, gehen wir hier auf hier und dann spielt er dann schon. Also auch hier sieht man, sehr, sehr einfach und doch auch recht intuitiv. Wenn man jetzt über Kobus reingehen will, dann hat man hier natürlich, muss man einmal seine Zugangsdaten hinterlegen, ist ja klar. Und ansonsten Tidal zum Beispiel ist, findet man hier gar nicht, weil da sind wir wieder bei dieser Tidal Connect Funktionalität. Das heißt, man würde hier die Tidal App öffnen, dann hier seinen Titel entsprechend auswählen. Dann hat man hier sein Lautsprechersymbol. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir unseren hier, da ist er schon, der Arkham, dann wählt man den aus und dann spielt er dann auch schon los. So, und da zeigt ist er das schon. Dann auch jetzt an. Er zeigt sogar auch an, welche Frequenz der macht. Also das heißt, wir haben Tidal auch dann absolut hochauflösend in dem Falle. Genau. Was man als Positives von diesen Tidal Connect Apps natürlich sagen kann, ist, im Gegensatz zu anderen Geräten oder anderen Herstellern, wo das im Gerät alles drin ist, man hat es unterwegs und man hat eine andere Playlist. Genau. Das Schöne an dieser Situation ist, man hat die Playlist überall, wo man ist. Immer auf dabei. Seinem Handy, wenn man im Zug sitzt, auf dem Flughafen oder meinetwegen am Badesee. Und man hat sie auch hier im Heim, also in der heimischen Anlage, ganz genauso auch mit drauf. Das ist ein Riesenvorteil, genau auch bei Spotify. Ja, dass man da halt nicht dann suchen muss, was habe ich wo. Und genau dieser Aspekt ist genau das, was die Hersteller einfach langfristig umsetzen wollen. Auch Kobus wird mit einer Kobus Connect Version kommen. Und die klassischen App-basierten Zugänge kann ich mir gut vorstellen, dass die über kurz oder lang einfach langsam verschwinden werden, weil man halt hier einfach über die App man muss nicht mehr einfach seine Daten hinterlegen, sondern man hat aus der jeweiligen App seines Anbieters direkt die Möglichkeit, die Geräte zu steuern und hat alles in einer Tasche und unterwegs. Und wenn ich woanders hingehe, für mich zum Beispiel, ich habe private Listen, die kann ich hier nutzen, wie auch dann zu Hause oder sonst wo, da sind die Vorteile einfach auf der Hand. Das ist natürlich ähnlich, also es gibt so eine Situation, die ist bei Heos. Da kann jeder sich ein eigenes Heos-Konto einrichten und da sagt man dann halt bei so einer Multiroom-Anlösung, das ist aber blöd, also meine Kinder haben ja eine andere Anmeldung als ich, hat den großen Vorteil, man hört oder man sieht die Lieblingsmusik der anderen gar nicht, die interessiert einen ja vielleicht auch gar nicht. Und wenn dann Kinder oder verschiedene Leute auf eine Anlage zurückgreifen und man sieht plötzlich 175 Playlisten, von denen man nur drei selber zusammengestellt hat, dann findet man sich nicht mehr so zurecht. Und da ist es dann auch wieder ein guter Vorteil, dass man halt mit Spotify Connect oder mit Tidal Connect, gegebenenfalls dann bald mit Kobus Connect arbeitet, dass man da halt wirklich dann entsprechend zugeordnete Playlists, Lieblingsstücke, Radiosender und all sowas dann hat. Man hat seine eigene Musik immer dabei und egal wo man ist, man hat immer seine Playlists und Lieblingsmusik parat und kann die dann abspielen. Und obendrein ist es dann ja auch so, dann sagt der eine, mir ist es nicht genug Information, der andere sagt, mir ist es zu viel Information, die dann halt teilweise da ist. Also das ist halt wirklich
Na klar ist das schön übersichtlich, gut und leicht gemacht, sowas wie auch bei Cambridge. Hier ist es halt wirklich ein bisschen reduziert. Das ist bei den großen Geräten von Arcam wird das anders werden. Die haben ein großes Display. Aber davon abgesehen geht es da um das Wesentliche. Und das ist einfach ein super Resultat. Das haben wir hier bei beiden Herstellern einfach so vorgefunden in der Kategorie um 1000 Euro. Deshalb sind wir happy, dass wir sie haben, bieten sie gerne an. Zwei Einschränkungen gibt es bei beiden Herstellern. Den einen gibt es nur in Silber, den anderen gibt es nur in Schwarz. Ja, also da muss man dazu sagen, okay, das ist eine Sache, muss man auch wissen. Farbauswahl ist da in der Kategorie an Preisen dann manchmal nicht gegeben. Ist aber kein Problem. Ich kann hier einen großen Automobilhersteller zitieren aus den USA. Der hat mal gesagt, aus den 30er Jahren, ist schon ein paar Tage her, Sie können jede Farbe haben, solange es schwarz ist. Aber jetzt ist er fort. Jetzt ist er fort. Okay, also wie ihr seht, wir beschäftigen uns damit mit den Eigenarten. Im Wesentlichen geht es darum, dass wir tolle Resultate erzielen. Wir haben immer wieder Spaß dabei, auch bei den Videos haben wir Spaß. Vor den Videos, das seht ihr nicht, aber nach den Videos haben wir auch wieder Spaß. Und wir haben auch Spaß immer wieder mit unseren Kunden, mit unseren Telefonaten, mit unseren E-Mails, mit den Besuchern, die zu uns kommen. Und wir können einfach nur froh sein und können sagen, kommt weiterhin, besucht uns, nehmt euch die Zeit und fragt uns. Und wir sind für euch da, ja. Danke erstmal, vielleicht hat es euch ein bisschen weitergeholfen. Heinrich und Robert. Tschüss. Ciao. Ich koche ja gerne, ne? Du kochst gerne. Sieht man mir vielleicht nicht an, aber ich hab so eine schwarze Schürze und da steht nicht. Ich sehe jetzt Biolek. Da steht. Da steht nicht Tatort drauf, sondern Bratort. Bratort, ja.